Frank, die erste intelligente Audio-DMP. Was bitte ist das denn? Bislang können wir ja in Online-Audio, also über Webradio, Nutzer nicht sehr genau ansprechen. Wir mussten erstmal anfangen, überhaupt über verschiedene Datenpunkte Daten zu sammeln, um damit Nutzer in derselben Logik und Art und Weise anzusprechen, wie man das aus digitalen Medien kennt. Und mit unserer eigenen Audio-DMP können wir das jetzt das erste Mal. Was hilft das einem Kunden denn überhaupt, wenn er das tut? Anders als in der klassischen UKW-Welt können wir in Online-Audio ja Nutzer einzeln ansprechen. Technologisch über den Ad-Server, wie man das in digitalen Kanälen kennt. Soziodemografisch, interessenbasiert, das ist eben die Neuheit. Da fragen wir uns ja alle, künstliche Intelligenz, was hat das denn für Folgen im Marketing künftig? Was prognostizierst du? Für uns sehr spannend die Entwicklung, die wir gerade im Audiobereich haben. Sprachassistenten, Smart Speaker bieten eine interaktive Möglichkeit, direkt in die digitale Welt reinzugehen. Ich brauche keinen Screen mehr. Ich kann direkt sozusagen über Sprache, über die direkteste Form der Kommunikation mit der digitalen Welt sprechen. Darüber entsteht eine Interaktion und da spielt natürlich KI eine große Rolle, um diese Art der Interaktion intelligenter und besser zu machen. Und da wird die nächsten Jahre wahnsinnig viel passieren, wie ich Informationen kriege, wie ich Produkte kaufe, wie ich mich als Marke präsentiere. All das wird über Interaktion wirklich ein riesiges Thema werden. Das ist es in der Tat. Ich danke dir. Danke.